Jump und weiter geht's bei Wessel Tag auch natürlich. Wir haben ja beim letzten Mal hier irgendwie dieses Rätsel gelöst. Man sieht's hier und wir können auch noch mal kurz den Protokolleintrag zeigen, dass wir hier ja offensichtlich als erstes hier diese Flüssigkeitsaufbewahrung erfunden haben und offenbar gibt's jetzt noch andere Maschinen, die wir hier, wie soll ich sagen, vollenden müssen. Ich habe jetzt mal geschaut, ich habe hier nichts weiter hinzubekommen. Ich habe schon gedacht, ich könnte hier vielleicht einen anderen Samenbehälter vielleicht auswählen. Wenn ich jetzt gerade wüsste, auf welcher Taste er nochmal war. Hier kann ich nichts auswählen. Scheint also, ja, nichts dazugekommen zu sein, weil ich dachte erst, ich hätte vielleicht jetzt einen neuen Gegenstand oder so. Aber ja, wir können hier noch irgendwie weiterlaufen und schauen wir einfach mal, was das jetzt hier ist. Und das sieht doch auch schon wieder nach einer Maschine aus, die wir erstmal verstehen müssen. Und ja, die Frage ist natürlich wieder, wie lange wird es dauern, bis gut Plexi das gerafft hat. Okay, offensichtlich muss ich von allen drei Seiten das Wasser gleichzeitig einfüllen. Okay. Auf gut Deutsch, da müssen mir wohl irgendwelche Fluoros helfen. Jetzt liegt hier unten schon einer. Ich weiß gar nicht, ob das... Doch, das dürfte eigentlich einer von denen sein, die ich hergestellt habe. Also offenbar müssen wir hier alle Knöpfe gleichzeitig drücken. Und ja, wie das funktioniert, stelle ich mir momentan noch relativ schwierig vor. Weil ich habe nirgendwo die Möglichkeit, ein Fluoro herzustellen. Ich könnte höchstens mal schauen, ob man hier durch schnelles Jumpen auf alle Seiten vielleicht das Ganze schon löst. Das hat jetzt nicht geklappt, aber ich werde da jetzt einfach mal ein Fluoro drauflegen. Weil ihr habt ja gesehen, das Wasser ist zum Teil da rausgekommen. Und mich einfach nochmal beeilen hier. Okay, und den... Ja. Den Jump leider versagt. Okay, der läuft wohin? Wo, ah, der haut ab. Nee, der hat auf den Knopf gedrückt. Mist, und ich bin jetzt runtergegangen. Natürlich blöd. Okay, sieht so aus, als würde der überall drauf drücken. Ich lege einfach einen neuen Fluoro hin. Dann haben wir nämlich den zweiten und dann drückt er hoffentlich auf den zweiten Knopf drauf. Ich drücke dann auf den letzten drauf. Beziehungsweise schnell über den. Und jetzt müssten wir eigentlich alle drei gleichzeitig drücken. Das sieht ziemlich gut aus vom Timing her. Jawohl, da platzt die Maschine. Und ja, wir haben offensichtlich das zweite Teil hier unten. Wieder die gleiche Zeichnung. Okay, dann suchen wir mal die letzte Maschine. Ja, das sieht aus wie der Behälter hier. Da oben wieder der Aufsatz. Dann gehen wir einfach nochmal ein bisschen weiter abwärts. Ja, und hier scheint das dritte Teil zu sein. Was natürlich auch wieder über irgendeine Maschine hergestellt wird. Okay, erstmal wieder versuchen, das Ganze zu verstehen. Also wir haben hier wieder die Möglichkeit, Wasser zu produzieren. Dann legen wir doch mal direkt hier und hier ein Fluoro hin. Und drücken mal so lange drauf, bis die hoffentlich entstehen. Okay, ich gehe mal schnell hier hoch, obwohl ich noch nicht weiß, was mich erwartet. Jetzt drückt der Fluoro da drauf. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Ich muss hier das Wasser irgendwie hochtreiben. Okay. Ich glaube, der ist hier nicht so gut. Ich werde mal den hier oben drauflegen und den weg. Den werden wir auch mal nehmen. Wegnehmen. Okay. Dann hier weiter hoch. Dann legen wir den mal dahin, das dürfte reichen. Und jetzt nochmal ganz oben. Da kommt das Wasser nicht so richtig durch. Doch jetzt ist es oben angekommen und das scheint das dritte Teil zu sein. Gehen wir mal lieber weg, nicht dass genau das die Maschine auch wieder explodiert. Ja, und jetzt haben wir alle Teile hier. Den Behälter, den... keine Ahnung. Schauen wir einfach mal, was wir machen. Jetzt haben wir, oh ja, jetzt haben wir so einen lustigen Druckbehälter. Und jetzt kommt auch die Maus zum Einsatz. Okay, wir haben hier Absaugen und Druck. Und können das Ziel bestimmen. Okay,
okay, da muss ich jetzt mal gerade hier meine Spielweise ein bisschen umstellen, nämlich hier von der... Erstmal testen, also ich kann jetzt hier spritzen und ich kann absaugen. Kann ich den Fluoro quasi so komplett aufsaugen. Und wir haben auch einen weiteren Logbucheintrag bekommen. Flüssigkeitskontrolle erhalten, ausgezeichnet, ich habe den Druck... Was? Den Druckrucksack fertiggestellt, wodurch ich jetzt jede enthaltene Flüssigkeit lagern und dosieren kann. Durch diese Ausrüstung bin ich jetzt ansprechend ausgestattet, um mich zur Fabrik zu begeben und mich um die fehlgeleiteten Fluoros dort zu kümmern. Okay. Er hat jetzt was von so einem Actionspiel hier mit diesem Zielkreuz. Da werde ich jetzt zuerst mal den Kollegen auch mal absaugen. Dass ich ganz viel... Das ist wirklich mit der Steuerung nur ein bisschen schwierig, weil ich ja eigentlich immer nur hier gleichzeitig entweder an der Tastatur oder an der Maus spielen kann. Okay, wird jetzt ein bisschen herausfordernd für mich, aber vielleicht brauchen wir jetzt auch die anderen Tasten nicht mehr so stark. Okay, dann gehen wir mal zur Fabrik, wo auch immer die sein soll. Ach, wahrscheinlich hier oben. Da haben wir ja gesehen, dass wir da noch nicht weitergekommen sind. Hier an der Stelle. Okay, wie könnte denn das funktionieren? Ach, da muss ich Wasser reinschießen. Das sehe ich ja schon. Okay, Wasser ist voll. Dann ziehen wir mal am Hebel. Und da kommt der Aufzug. Okay. Okay, und hier kann ich wohl sagen, dass er nach oben fahren soll. Na, bitte weiter. Na, das ist doch mal eine interessante Wendung hier im Spiel, dass wir jetzt den Druck-Rucksack hier haben. Und das erinnert mich wirklich hier an die ganzen Klassiker. Wenn ihr die auch noch kennt, Abuse zum Beispiel, ist so ein Spiel, was mir sofort einfällt. Da hattet ihr quasi auch so eine Spielfigur und konntet dann über den Bildschirm zielen, ähnlich hier, wie es eigentlich jetzt hier mit dem Kollegen hier ist. Okay, und hier würde ich jetzt erstmal sagen, saugen wir mal ein bisschen Wasser ab, beziehungsweise leiten den Wasserstrahl um. Aber ich würde auch gerne erstmal meinen Rucksack voll machen. Okay, Rucksack ist voll und dann können wir einfach hier... Aber ihr seht schon, wir können nicht so hoch schießen. Aber das hier geht. Das Ganze ist gefüllt, aber wir nehmen erstmal ein bisschen Wasser mit für uns. Und da oben haben wir jetzt... Offenbar wieder was Neues. Protoplasma-Kanister erlangt. Kanister wechseln. Also ihr seht, jetzt habe ich auch noch eine rote Flüssigkeit. Und was die rote Flüssigkeit ist, weiß ich jetzt wirklich gar nicht. Absaugen geht hier in dem Fall gar nicht. Okay. Und hiermit haben wir jetzt erstmal den Fahrstuhl entsichert, dass wir da quasi weiter hochgehen können. Also ich habe jetzt hier, wie gesagt, blau und rot. Und ich muss auch wirklich, immer wenn ich den roten benutzen will, die zwei gedrückt lassen. Also wahrscheinlich ist das, brauche ich das nicht so häufig. Aber werden wir ja gleich sehen. Und ja, der Behälter ist eigentlich auch fast leer. Vom roten. Okay, erstmal anhalten hier. Mal schauen, was wir hier machen können. Protoplasma, da wird es jetzt, glaube ich, auch erklärt. So, Protoplasma. Oben ist eine Ansammlung von Protoplasma, einer Flüssigkeit zum Verbessern meiner Ausrüstung. Seine Ursprünge stehen irgendwie in Verbindung mit Fluoroaktivität, der gesammelten Essenz von Tausenden von Fluoros, die in diesem Labor gearbeitet haben. Es scheint die Eigenschaft lebendiger Zellen aufzuweisen, ohne jegliche gewöhnliche Chemie gemeint zu haben. Dieses Plasma bewegt sich irgendwo zwischen lebender Materie und gewöhnlicher Flüssigkeit. Es gibt fundierte Hinweise dafür und ich muss das näher untersuchen. Protoplasma, okay. Na, schauen wir mal, wie weit uns das jetzt hier hilft. Also hier können wir uns erstmal wieder den Wassercontainer voll machen. Und dann jetzt... Ah, das geht nicht. Okay, hier leicht drehen und jetzt wahrscheinlich hier so reinschießen. Ja, genauso muss man es wahrscheinlich auch machen. Okay, schnell hier oben durch. Und ja, das ist Protoplasma offenbar. Haben wir abgesaugt. Haben wir jetzt sogar zweimal, also wahrscheinlich doppelt so viel, wie in der Anzeige steht. Und wir machen wieder hier den Weg frei. Gehen weiter nach oben. Und ah, ich könnte ja nochmal hier kurz den Wasservorrat auch voll machen. Sicher ist sicher. So.
gute Protoplasma heben wir uns auf. Und weiter nach oben. In diesen Bergstollen. Ja, und jetzt sind wir auch oben angekommen. Der Pfeil zeigt uns hier, dass wir noch weiter nach oben gehen sollen. Machen wir doch glatt. Und da wird nachgeladen. Wir sind also auf dem richtigen Weg hier in dem Spiel. Ja, und ich denke, dass das Spiel jetzt mit so noch drei Flüssigkeiten, die wir wahrscheinlich bekommen, weil er hat ja gesagt, dass wir drei Kanister haben, wird das bestimmt ziemlich knifflig. Und ja, der nächste Protokollantrag lesen wir den auch mal. Verbesserte Ausrüstung. Durch die Protoplasma-Raffinerie kann ich die faszinierenden Eigenschaften von Protoplasma auf meine Ausrüstung verwenden und sie verbessern. Ich kann die Erfindung 1 wählen und damit ausreichend Protoplasma im Sammeltrichter 2, das Rad drehen 3, um das Endprodukt zu erzeugen 4. Hier rechts ist auch nochmal eine schematische Darstellung davon. Müssen wir gerade nochmal nachschauen. Also bei 1, man kann die Erfindung wählen, mit ausreichend Protoplasma anreichern, das Rad drehen und das Endprodukt erzeugen. Ja, hoffentlich habe ich das verstanden. Will ich das denn überhaupt, ist die Frage. Vor allem, wenn ich das jetzt in den falschen Behälter reinschieße, dann ist das ganze Protoplasma ja quasi weg. Ich glaube, das hier vorne ist der Behälter. Und hier haben wir jetzt auch irgendwie einen Monitor, der uns hier was zeigt. Ah, hier Level 1. Ach, hier kann ich wahrscheinlich umdrehen. Level 1. Das hier ist der Tank. Und das ist hier offensichtlich die Kanone vorne. Kann ich wohl die Reichweite verändern? Und hier habe ich eine Multispritzdüse, so wie es aussieht. Was haben wir hier? Ein Ball? Oder ein... Okay, das ist wirklich strange, vor allem, weil ich halt auch gar nicht weiß, was ich jetzt brauche. Ich versuche nochmal irgendwie hier ranzukommen. Ich ziehe am besten nochmal hier dran. Okay, da passiert nichts. Hier können wir hochfahren. Ich glaube, hier müsste ich jetzt das Protoplasma reindrehen. Reinschießen. Aber ich will jetzt erst nochmal genau schauen, welches Upgrade wir hier machen. Also das wird mit Sicherheit nicht verkehrt sein, oder? Ein größerer Tank. Oder eine größere Düse. Oder so eine Multispritzdüse. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Aber ich nehme wirklich mal den größeren Tank. Ich meine, das ist doch eine Sache, da ist man nicht so falsch beraten. Okay, ich spritze jetzt mal rein. Mit dem roten Plasma und jetzt ist es auch leer. Okay. Hoffentlich war das jetzt nicht verheizt. Ich werde jetzt hier mal am Rad drehen. Wenn das irgendwie geht. Oder besser gesagt, ich muss glaube ich erstmal hier unten dran ziehen. Oh. Jetzt kann ich hier dran ziehen. Beziehungsweise das Ganze umdrehen. Nee, da kann ich jetzt wieder nur die Erfindung. Also, da bin ich noch ein bisschen überfragt gerade, wie das gehen soll. Aber ich habe jetzt das ganze Protoplasma wieder eingesaugt. Ich glaube, ich lasse das erstmal, informiere mich mal so genau, was es damit auf sich hat mit diesen Verbesserungen. Weil nicht, dass ich hier irgendwie was falsch mache und wir das Spiel dann nicht mehr schaffen können. So viel aber erstmal wieder für den Teil. Wir sind auch ein ganzes Stück hier weitergekommen. Bis zum nächsten Mal mit unserem Rucksack und unserem Erfinderlein hier. Ciao, ciao.